Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und wir starten heute mit der Ministerin des Tages, den Fellner Live muss heute mit Elisabeth Köstinger starten. Schönen Abend. Schönen guten Abend. Ja, unsere Tourismusministerin hat das getan, was sich alle Gastronomen, ich weiß nicht, mindestens seit Weihnachten schon wünschen und dann durch die Corona-Krise vehementest gefordert haben, nämlich endlich die Mehrwertsteuer auf Speisen und Getränke gesenkt, und zwar teilweise mehr, als man sich erhoffen durfte. Also wir senken auf 5% für alle Speisen und alle Getränke. Aber ich glaube, da muss man ein ganz großes Dankeschön an den Finanzminister sagen. Der Gernot Blümel hat da mit seinem Team wirklich hervorragend gearbeitet, dass wir diese Lösung auch zustande bringen und damit vor allem eben die Branche maßgeblich entlasten. Es hat ja eine erste Mehrwertsteuersenkung für Getränke bereits gegeben. Ja? Mhm. Ich glaube, von 20% auf 10% war das damals. Ne? Und sehr viel Wut, Häme, teilweise auch Zynismus der Wirte, weil das nur für antialkoholische Getränke waren. Damals hat sich der Gernot Blümel verteidigt damit, dass das in der EU nicht anders geht. Sie haben in der Zwischenzeit, glaube ich, da ziemlich radikal gekämpft. Und jetzt, siehe da, sind auch die alkoholischen Getränke in der Mehrwertsteuersenkung drinnen. Und das Ganze geht auf 5% runter. Also vor allem EU-rechtlich ist das Ganze keine ganz triviale Sache, aber es ist halt vor allem ein Bereich, der jetzt für massive Entlastung sorgt, und deswegen haben wir es versucht, eben auch noch einmal herzubringen, zustande zu bringen. Wir sind auch mit der EU-Kommission dazu bereits in Kontakt. Die Mehrwertsteuersätze an sich sind durchaus eine sehr komplexe Angelegenheit, aber es wird uns gelingen, da bin ich überzeugt davon, und somit halt wirklich auch die Branche unterstützen. Es haben ja die Wirte immer gesagt, wir sind kein Land, wo man Apfelsaft trinkt, sondern zumindest an weißen Spritzen oder Bier, und deshalb gehen uns da 2/3 sozusagen der Getränke mindestens verloren. Jetzt ist es aber so, dass alle Getränke umfasst sind, und es geht von 20% auf 5% runter. Das muss ja ein ziemlich großer Betrag sein, der da jetzt anfällt. Ne? Also das Gesamtvolumen wird ungefähr bei rund 700 Millionen Euro liegen, dass das Finanzministerium errechnet hat, dass dann halt wirklich auch der Wirtschaft bleiben soll. Das ist ja für uns auch der eigentlich wichtige Punkt. Jetzt durch Abstandsregeln, die fehlenden Touristen, vieles an Auflagen, die die Lokalbesitzer, die Gastronomen umsetzen müssen, fehlt einfach auch Umsatz, fehlt auch damit Gewinn, und da müssen wir sie wirklich tatkräftig unterstützen. Um das jetzt ganz im Detail alles noch ganz kurz einzuhämmern, damit jetzt auch kein Missverständnis mehr bleibt. Alle alkoholischen und nicht alkoholischen Getränke, also auch die Schnapsaln, wird man teilweise gesagt hat, die nicht, oder auch der Whisky, alles runter von 20% auf 5%. Richtig? Alles runter von 20% auf 5% für alle gastgewerblichen Betriebe, und die Buschen, Schenken und Schutzhütten haben wir auch mitgenommen. Also die damit, auch runter von 20% auf 5%. Genau, alle, die halt quasi jetzt in der Gastronomie tätig sind, sollen maßgeblich davon profitieren. Also selbst auf Schafberghaus wurde nicht vergessen, kann man sagen. Ja? Wir haben versucht, wirklich so breit und so umfassend wie möglich zu helfen. Und das hat durchaus, aus Deutschland kennen wir es jetzt, schon einiges auch an Kritik gegeben, weil jetzt müssen auch die Registrierkassen wieder umprogrammiert werden. Ich würde trotzdem bitten, das einfach zu machen und zu nutzen und zu schauen, dass man halt trotz dieser sehr schwierigen und angespannten Situation jetzt auch das Beste daraus macht und vor allem auch diesen quasi Bonus nutzt. Bei den Speisen geht es von 10% auf 5%, weil Speisen sind ja immer einer anderen Mehrwertsteuer unterlegen, 10% auf 5%. Und das Ganze startet am 1. Juli, also schon in 2 Wochen, und gilt bis 31. Dezember, richtig? Das ist unser Ziel. Es braucht jetzt natürlich ja die entsprechenden Gesetzesänderungen dazu. Wir haben ja nächste Woche jetzt Regierungsklausur, dann auch nochmal Parlament. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird und dass da vor allem eben auch alle gemeinsam an einem Strang ziehen werden zur Unterstützung unserer Gastronomie und Hotellerie. Und jetzt ist die Frage, die sich jetzt schon stellt, seitdem Sie aufgetreten sind, was passiert mit dem Geld? Weil auf der Rechnung steht ja nach wie vor eine Mehrwertsteuer von 20%, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, der Kunde zahlt es, und es bleibt beim Wirt, Gastronomen, der nur 5% weiterzahlen muss. Ist das richtig so?
Also wenn es dann so ist und beschlossen ist, muss natürlich auch auf der Rechnung der richtige Mehrwertsteuersatz angegeben werden. Das ist vollkommen klar. Also nur noch 5% steht dann auf der Rechnung. Genau. Je nachdem, was der Steuersatz ist, muss der entsprechend dann auch ausgewiesen werden. Aber für uns ist das durchaus eine Entlastung der Betriebe, die zusätzlich auch den Konsum ankurbeln soll. Also wir wollen da wirklich die gesamte Branche maßgeblich unterstützen. Aber die Idee ist ja, dass der Schnitzel weiterhin gleich viel kostet, aber da wird 5% beziehungsweise beim Bier 15% behalten darf, um seinen Verdienstentgang selber sozusagen erarbeiten zu können. Also speziell in den letzten Wochen ist ja viel darüber diskutiert worden, auch beispielsweise im Innenstadtbereich, dass man jetzt die Preise erhöhen muss, dadurch, dass halt weniger Auslastung da ist, dass die Tischabstände größer sein müssen, also dass halt einfach vieles von dem Umsatz fehlt. Und damit wollen wir dem auch entgegentreten und sagen, Schatz, der Staat verzichtet auf einen sehr großen Teil seiner Einnahmen. Das soll bei den Betrieben, das soll bei der Wirtschaft, bei den Konsumenten bleiben und damit. Na, die Frage ist, soll es bei den Betrieben bleiben oder bei den Konsumenten? Was würden denn Sie als Ministerin empfehlen, wenn ein Wirt Sie sagt, soll ich es an meinen Kunden weitergeben oder soll ich es behalten? Also als Tourismusministerin und auch Zuständige für die Gastronomie bin ich natürlich der Meinung, dass es bei den Betrieben bleiben soll, weil die sind jetzt ganz besonders hart getroffen. Die haben über Wochen null Einnahmen gehabt, haben trotzdem einen großen Teil eben auch der Kosten, haben die Kurzarbeit beantragt, das alles abwickelt. Also die müssen jetzt wirklich unterstützt werden. Und mein Wunsch ist nicht nur auf der einen Seite, dass der Staat hilft, sondern dass vor allem eben auch alle sich wieder überlegen, in die Gastgärten zu gehen, ein gutes Schnitzel also und ein Bier zu konsumieren. Es soll ein bisschen auch eine Solidaritätsgeste der Kunden für den Gastronomen sein. Dass man sagt, ich zahle für meinen Schnitzel gleich viel wie bisher, aber ich will, dass mein Gastronom 10% mehr Spanne hat, dass er überleben kann. Schau, die Prognosen sind durchaus sehr besorgniserregend. Rund ein Drittel der Betriebe glaubt selbst, laut Umfragen, dass sie diese Krise nicht meistern werden. Und da würde uns schon auch ein Stück Kulturgeschichte in Österreich verloren gehen. Unsere Beisel, unsere Wirtshäuser, bis hin halt eben auch zu Haubenlokal, die wirklich auch europaweit und weltweit guten Ruf genießen, die müssen wir jetzt unterstützen und gemeinsam durch diese Krise bringen. Das heißt, der Appell ist, liebe Wirte, ihr dürft fürs Bier und für Schnitzel nach wie vor gleich viel verlangen wie bisher. Macht ihr müsst aber 5% Mehrwertsteuer draufsteuern statt bisher 20. Macht das nicht teurer, aber behält euch sozusagen diese 15% Mehrwertsteuer. Im Endeffekt ist das immer unternehmerische Freiheit, klar, wie die Nettopreise dann auch festgelegt werden. Aber wie gesagt, Ziel und Wunsch der Regierung ist es jetzt, diese ganz schwer getroffene Branche auch zu unterstützen. Gehören ja noch viele andere dazu, wenn man sich beispielsweise die Reisebüros, Reiseveranstalter, Messebetreiber, Caterer anschaut. Also das sind ja, die Branche ist ja sehr groß, sehr umfassend. Da haben wir durchaus noch andere Maßnahmen, die wir jetzt auch in die Regierungsklausur bringen. Aber wir wollen den ganzen Sektor so gut es geht jetzt gemeinsam durch diese Krise bringen. Gut, also da haben Sie einen Wunsch erfüllt, den eigentlich alle Gastronomen ohnehin schon seit langer Zeit hatten, der jetzt aber in den letzten Wochen sehr laut geworden ist, ja? Also wir haben uns in den letzten Wochen ja intensiv mit der Branche zusammengesetzt. Braucht nur Rettet die Gastro, also diese Petition anschauen, die tausende Unterstützer auch hat. Weil ganz viele einfach wissen, wenn mein Lieblingswirt ums Eck oder das Beisel zusperrt, dann fehlt mir einfach auch was. Und vor allem ist das ja auch so ein Ort des Austausches. Ich habe das bei mir selber gemerkt. Der Kirchenwirt zugesperrt hat, hat man fast keine Möglichkeiten mehr, dass man die Leute im Ort dann auch trifft und sich austauscht. Das ist schon ganz wichtig, dass wir darauf schauen, dass die eine Chance haben, über diese schwierige Zeit zu kommen. Aber eigentlich, weil Sie haben es vorher schon angesprochen und ich weiß, dass Sie als Ministerin auch immer sehr genau auf Zahlen schauen, ja, haben wir eigentlich schon so etwas wie eine erste Bilanz? Wie viele Betriebe haben nicht aufgesperrt? Man sagt etwa ein Viertel. Und wie ist die Auslastung? Man sagt etwas weniger als die Hälfte. Wie würden Sie das einschätzen? Es trifft es ungefähr, wobei es regional sehr unterschiedlich ist. Also wir haben natürlich in den Städten, dort wo jetzt
die Mehrzahl der Touristen auch fehlt, wo wir keine internationalen Ankünfte haben aufgrund von fehlenden Flugreisen, geschlossene Grenzen. Da ist der Umsatzeinbruch wirklich zum Teil noch größer. Als und wir 50%. Wir haben schon auch Betriebe, die oft aufgesperrt haben und dann gemerkt haben, es geht sich einfach nicht aus und relativ kurz dann auch wieder geschlossen haben. Und wir haben zum Teil aber auch Regionen, die jetzt sehr gut besucht sind. Wenn man sich die Bilder beispielsweise aus Hallstatt angeschaut hat, die waren ganz massiv betroffen aufgrund der fehlenden Gäste aus Asien. Und jetzt schauen sich ganz viele Österreicher gerade diese Regionen an, wo man sonst nicht hinfahren wird. Da läuft es auch wieder besser an. Also wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich in der Betroffenheit. Es wird noch ein paar Hilfspakete für Wirte geben. Eines ist das, was auch viele Gastronomen gefordert haben. Nämlich, dass sie den Gewinn des letzten Jahres nicht versteuern müssen, sondern vortragen dürfen auf dieses Jahr, in dem sie einen Verlust haben werden. Mhm. Das ist so, nicht? Das wird so. Genau, da sind wir gerade in Endabstimmung auch hin zur Regierungsklausur. Wie gesagt, also es gibt nicht diese eine Maßnahme, die jetzt der Branche hilft. Es wird mehrere brauchen. Die Betroffenheit ist sehr unterschiedlich. Diese Gewinnglättung, also der Verlustvortrag, ist auch so eine Chance, vor allem für Betriebe, die in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet haben, da nochmal ein Stück eben auch mitzunehmen. Dann werden wir auch ein Kreditmoratorium machen. Jetzt braucht jeder quasi Überbrückungskredite. Was heißt das Kreditmoratorium? Also, dass Kreditraten nicht fällig gestellt werden, sondern dass die auch für einen Zeitraum gestundet ausgesetzt werden. Per Gesetz, weil wir wissen ja, dass die Banken dann nicht unbedingt so hupfen, wie die Regierung will. Genau, das ist durchaus auch eine Erfahrung der letzten Wochen und Monate, wobei man schon sagen muss, dass Aber per Gesetz soll den Banken vorgeschrieben werden, dass bei Gastrobetrieben die Raten für wie lange ausgesetzt werden? Da sind wir gerade in der finalen Abstimmung, wie das ausschaut. Naja, schon eigentlich für die Zeit, wo einfach die Geschäftsgrundlage fehlt. Wir sind noch in finaler Diskussion am Finanzministerium, wie man das am besten gestaltet. Aber wenn ich jetzt keine Chance habe, zu wirtschaften, dann kann ich ja auch die Kreditraten nicht zurückzahlen. Und deswegen ist das eine ganz wichtige Maßnahme. Und das Dritte, was kommen wird, ist der Fixkostenzuschuss. Der wird noch einmal adaptiert auf Branchen, die spezielle Situationen haben. Reisebüros sind so welche. Also die haben in der Zeit, wo alle ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben, ja trotzdem arbeiten müssen. Die haben die ganzen Stornierungen gemacht, haben aber keine neuen Buchungen. Und da wollen wir eben auch eine Möglichkeit finden, dass die da besser unterstützt werden. Reisebusveranstalter, also das ist eine sehr, sehr komplexe Branche. Und da wird der Fixkostenzuschuss auch verlängert. Gut, jetzt strahlen Sie heute über das ganze Gesicht, wenn Ihnen dieser Mehrwertsteuer-Coup gelungen ist. Ja? Jetzt muss man sagen, insofern ja für Sie kommt auch eine bisschen triumphale Woche, weil jetzt ja das kommt, wo am Anfang jeder gesagt hat, die Köstinger spinnt, nämlich die Öffnung der deutschen Grenze am 15. Juni, nicht? Aber nicht nur der deutschen Grenze, man hat ja gesagt, das wird niemals gehen. Wir erinnern uns an die Aussagen des Außenministers Maas, der sie ja da öffentlich an die Wand genagelt hat, ja? Aber nicht nur der deutschen Grenze, sondern alles sperrt jetzt auf. Ist das das, was Sie wollten? Fast alle, weil es gibt durchaus noch ein paar Länder, wo die Zahl Spanien der Infektionen noch ganz nicht, groß ist. Großbritannien, Schweden noch nicht, ja. Genau. Aber dort, wo auch die Pandemie ganz gut im Griff ist, spricht ja nichts dagegen, dass man die Grenzen öffnet. Mit 16. Juni zu rund 31 Ländern. Deutschland ist ja schon offen. War für uns natürlich ganz wichtig, aber auch Richtung Süden, also beispielsweise Slowenien, Kroatien, auch dort wird es möglich sein, für Österreicher die Lust aufs Meer zu stillen. Aber trotzdem, wir dürfen nie vergessen, wir sind in einer Pandemie. Das heißt, wir müssen natürlich vorsichtig sein. Wir wollen auf keinen Fall eine zweite Welle und schon gar keinen zweiten Lockdown. Was hören Sie denn von den Hotels? Kommen jetzt die deutschen Gäste, so wie sie vorgebucht haben? Oder gibt es Stornierungen oder gibt es weniger Bestellungen? Wie schaut denn jetzt nach den ersten zwei Wochen, seitdem man weiß, die Grenze geht auf, die Buchungslage aus? Sie wird immer besser. Wichtig sind für uns natürlich auch Länder wie Holland. Also auch da haben wir natürlich einen großen Schwerpunkt. Viele Gäste, die aus diesen Ländern kommen. Es wird immer besser, die Buchungsnachfrage steigt. Und wir haben schon
Ein fast Alleinstellungsmerkmal von allen Tourismusregionen in Europa. Wir testen die Mitarbeiter in der Hotellerie, die Gästekontakt haben. Und das ist unsere ganz große Versicherung jetzt auch in Richtung Herbst und Winter, wo wir einfach sehen, dass es auf der einen Seite um Gastlichkeit geht, um das Urlaubserlebnis, aber die Leute wollen auch maximale Sicherheit haben, die zu uns kommen. Und haben Sie das Gefühl, dass wir uns jetzt in Richtung einer normalen Saison entwickeln oder wird das nicht mehr gehen? Na, wir sind heuer weit weg von einer normalen Situation. Also auch da nur etwa 50% Umsatz oder was schätzen Sie? Hängt von der Region ab. Also wir haben so Hotspot-Regionen, die erfreuen sich einer hervorragenden Buchungslage, Wörthersee beispielsweise. Aber Regionen, die ein bisschen dann außen herum sind, die können durchaus noch ein paar Buchungen vertragen. Und ganz schlecht ist es natürlich im Bereich der Städte. Da fehlen zum Teil auch Kunst- und Kulturveranstaltungen. Da hoffe ich, dass der Gesundheitsminister nächste Woche auch Regeln präsentiert, dass das im Herbst dann besser wird. Also, dass wir eben auch im Kunst- und Kulturbereich wieder mehr aufsperren können. Kongresse fehlen uns ganz stark. Also rein nur in den jetzigen Wochen wären in Wien rund 13 Großkongresse mit über 5000 Personen hätten stattgefunden. Das fehlt uns natürlich auch alles in den Geschäften, in Restaurants. Ja. Also das merkt man einfach überall. Deswegen also ist das sehr, sehr unterschiedlich. Nach wie vor die Hotelbranche. Absolut. Es gibt ja viele Hoteliers, die sagen, die Frau Minister bzw. der Bundeskanzler bzw. der Finanzminister soll jeden Österreicher doch ein 50 Euro oder 100 Euro oder 200 Euro Bon geben, dass der Urlaub in Österreich machen kann. Was sagen Sie zu der Idee? Also es gibt sehr viele Maßnahmen, die am Tisch liegen. Einige bringen wir jetzt schon in Umsetzung, ja, ja. Also speziell auch für die Branche. Weitere werden folgen. Aber also, ist sowas, so ein Bonus für Sie, eine letzte Rettungsmaßnahme dann für Juli oder so, wenn es nicht rennt? Oder sagen Sie, wir verschenken nicht wieder Herr Trump Helikoptergeld? Also wir überprüfen jetzt gerade mehrere Maßnahmen. Es wird das, was wir heute vorgestellt haben, sind ja die speziell betroffenen Branchen, ja. Wo es auch um betriebliche Entlastung geht. Aber es werden noch weitere Maßnahmen folgen. Die werden jetzt nächste Woche bei der... Ja, weil die Frage ist ja, wie mache ich die Hotels in Österreich jetzt voll? Na, schau, allein nur mit Österreicher wird es eh nicht gehen. Also wir haben rund 1,3 Millionen Gästebetten. Also das ist durchaus, wir sind ein Tourismusland. Das heißt, wir brauchen natürlich auch die Gäste aus dem Ausland. Wir sind gerade dabei, mehrere Maßnahmen auch zu überprüfen. Ich sage auch dazu, Städte, Gemeinden, Bundesländer werden nicht abgehalten, selbst auch an Lösungen zu arbeiten und sich vielleicht ein paar Maßnahmen zu überlegen. Das ist insofern ein bisschen schwierig, weil das Wiener in Wiener Hotels schlafen, ist nicht wirklich naheliegend, das müsste schon eine österreichweite Aktion sein. Dass halt Tiroler zum Beispiel nach Wien fahren. Ja, oder umgekehrt. Also wir überlegen einiges an Maßnahmen. Wichtig ist, dass jetzt einmal die Grenzen auch geöffnet werden, dass der Flugverkehr wieder aufgenommen wird. Das war apropos ja Grenzöffnung, wir haben am 15. natürlich auch den Tag der Maskenfreiheit und da gibt es noch viel, viel Ärger bzw. auch viele E-Mails, die bei uns eintreffen von Kellnern, die sagen, warum müssen wir weiter Masken tragen? Offenbar sind ja die Kellner nicht von der Maskenfreiheit umfasst, die müssen weiter Maske tragen ab Montag. Warum? Also mit 15. gelingt uns durchaus ein weiterer wichtiger Lockerungsschritt für die Gäste. Die können die Maske ablegen, aber es gilt trotzdem dort, wo man diesen Abstand von einem Meter nicht einhalten kann, eben auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bzw. dieser Abdeckung. Damit funktioniert es ja auch schon relativ gut. Also das schafft durchaus eine Erleichterung, dass es nicht nur ein Mund-Nasen-Schutz sein kann, sondern eben auch so ein Visier, das durchaus auch angenehmer zu tragen ist. Ja, aber ist das in Kärnten zum Beispiel wirklich notwendig? Sie haben noch einen Infizierten heute in Kärnten, wie wir gesehen haben heute früh an der Statistik, müssen dort wirklich alle Kellner am Wörthersee Maske tragen, nur weil irgendwo in Hinterferlach ein infizierter Corona-Patient ohnehin in Quarantäne ist? Also jetzt am 15. ist schon einmal ein erster guter weiterer Lockerungsschritt zu verzeichnen. Ich werde mich ja dafür einsetzen, dass es so in der Tonart weitergeht, aber es muss schon auch weiter so positiv bleiben, dass wir nur einen Infektionsfall haben. Und wir dürfen es nicht unterschätzen. Also speziell dort, wo man dann auch nahe Kontakt miteinander hält, ist es durchaus auch wichtig, dass es nach wie vor irgendwo bleibt. Also diese Maskenpflicht für Kellner, die bleibt vorerst?
Vorerst jetzt mit 15. Juni, aber es wird auch wieder weitere Lockerungsschritte geben, sofern es die Gesundheitszahlen, die Infektionsdaten zulassen. Mir ist vor allem wichtig, dass wir trotzdem einen gesunden und sorgenfreien Urlaub genießen können in Österreich, dass unsere Gäste bestmöglich auch geschützt werden. In vielen anderen Urlaubsdestinationen sind die Auflagen um einiges noch restriktiver, auch weil es dort nach wie vor höhere Infektionszahlen gibt als bei uns. Also wir versuchen schon immer wieder auch Lockerungen in Aussicht zu stellen, aber dürfen halt auch nicht vergessen, dass die Infektionszahlen natürlich auch wieder steigen können. Und unser Wunsch wäre es, dass weiterhin so gut läuft. Mhm. Und da auch ein Danke an die Bevölkerung, dass sie so großartig mitmachen. Wir haben jetzt Montag, Dienstag Regierungsklausur. Was steht denn da bei Ihnen auf der Agenda? Weil eigentlich hätte ja die Mehrwertsteuer aus dort, glaube ich, beschlossen und besprochen werden sollen. Das ist jetzt beschleunigt worden. Was haben Sie denn noch an Punkten für die Regierungsklausur? Beziehungsweise ja, was erwarten Sie sich von dieser Regierungsklausur? Die Pamela Rendi-Wagner hat ja heute gesagt, es muss fetzen. Ja, aber ich glaube, da braucht sie sich bei uns keine Sorgen machen. Sie wird vielleicht dann zwei Wochen später dann wieder fordern, was wir noch machen sollten. Nein, ich glaube, wir sind da schon auf einem sehr guten Weg. Also speziell auch die Hilfsgelder kommen an. Wir arbeiten laufend an weiteren Unterstützungen. In meinem Bereich wird es auch noch eine Entlastung geben für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, die ja auch betroffen sind. Und was auch für uns wichtig ist, Konjunkturmaßnahmen. Also jetzt geht es auch darum, die Wirtschaft anzukurbeln, zu schauen, dass von der Bauwirtschaft bis hin halt eben auch zur Konsumwirtschaft durchaus eben auch wieder sich mehr tut. Und das soll eben auch Teil dieser Regierungsklausur sein. Diese 12 Milliarden, die die Rendi Wagner heute gefordert hat, da muss man sich keine Sorgen machen, die stehen bei Ihnen eh auf der Agenda oder ist es weniger? Also wir sind noch im Abstimmungsprozess auch mit dem Koalitionspartner, auch mit dem Finanzminister. Aber wir sehen, dass sich durchaus jetzt wieder etwas tut, dass das Land wieder hochfährt. Und wir werden nächste Woche intensivst auch noch beraten, was wir zusätzlich noch leisten können. Wo werden Sie urlauben, Herr? Nur zu Hause? Bei Ihnen im Kärnten oder irgendwo anders in Österreich? Also ich schaue mir gerade noch ein paar Regionen an, aber ich glaube, heuer ist wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr, den Urlaub in Österreich zu verbringen. Meist sonst auch, aber heuer ganz speziell. Und ich glaube, es gibt schon noch ein paar sehr tolle Geheimtipps, die man vielleicht entdecken kann. Also Sie fahren nicht ins Ausland? Nein, ich fahre nicht ins Ausland. Das ist ich bleibe in Österreich. Ja. Aber als Kärntnerin ist sowieso super, weil ich wohne dort, wo andere Urlaub machen. Also okay, dann wünsche ich ein schönes Wochenende, wenn auch ein verkürztes in Kärnten und dann eine spannende Regierungsklausur. Danke fürs Kommen.